PS Plus Abonnenten aufgepasst! Die kostenlosen Spiele für den Oktober 2018 sind angekündigt. Ab dem 2. Oktober stehen sie zum Download im PSN Store bereit. Wir wollen euch die Spiele in unserem Video mal vorstellen. Bring them to Mommy. Das erste Spiel der Liste ist kein anderes als Freitag der 13. Wenn ihr euch an Jason Voorhees im Film Satt gesehen habt, könnt ihr mal selbst in seine Rolle schlüpfen und verängstigte Teenager im Camp Crystal Lake jagen. Oder aber ihr spielt als einer der Teenager und versucht Jason auszutricksen. Das Spiel ist für Multiplayer ausgelegt, wobei bis zu 8 Leute gleichzeitig teilnehmen können. Obwohl der Metascore nur bei 61 liegt, solltet ihr die Gelegenheit nicht verpassen, Freitag der 13. kostenlos zu ergattern. Das nächste Spiel auf der Liste hat ganze 82 Punkte auf Metacritic erzielt. Laser League ist ein futuristisches Sportspiel, in dem ihr in Zweier- oder Dreierteams gegen andere kämpft. In verschiedenen Arenen stellt ihr Laser auf, um euren Gegnern immer einen Schritt voraus zu sein. Schnelligkeit, Taktik und Geschick sind gefragt und ihr könnt aus 6 verschiedenen Klassen wählen, die euch Vorteile verschaffen. Ein spaßiges Spiel für verregnete Oktobertage. Du tanzt ein Funambuli am liebsten. Im Oktober geht man ja nicht mehr so oft vor die Tür und wenn ihr mit euren Freunden auf der Couch sitzt, was ist da lustiger als ein Quizspiel? Wissen ist Macht ist ein Partyspiel, das ihr mit dem Playlink-Feature der PS4 spielt. Ladet euch die App auf Smartphone oder Tablet und schon könnt ihr einen Charakter wählen und gegeneinander Fragen aus den verschiedensten Kategorien beantworten, um die Pyramide des Wissens hochzusteigen. Wir hatten beim Spielen in der Redaktion ziemlich viel Spaß und haben dem Titel eine glatte 80er-Wertung verpasst. Große Klasse! Wer auf Kunst steht, wird sich über The Bridge im PS Plus Paket freuen. Das Spiel ist inspiriert von den Werken von M.C. Escher. Wer sich jetzt fragt, wer? Naja, ihr kennt doch bestimmt das Bild mit den verrückten Treppen, die keinen Sinn ergeben. Genau, der Typ. The Bridge ist also eine Spielversion davon. In diversen Leveln ist es euer Ziel, den Ausgang zu finden, wobei die Geschichte durch Umgebung und Texteinblendungen erzählt wird. The Bridge hat einen Metascore von 74 und ist perfekt für alle, die ein kniffliges Rätsel lieben. Rocket Birds 2 Evolution hat 2 Teile, Verpfuscht und die Rettung. In Verpfuscht spielt ihr Hardbolt, der es mal wieder mit dem Pinguin-Despoten Putzki aufnehmen muss. Der 2D-Action-Shooter lässt euch Weltraum eulen und anderes fieses Geflügel bekämpfen. Dabei seid ihr in die Rettung ein Trupp von Wellensittich-Kommandosoldaten. Ihr könnt mit bis zu 3 weiteren Spielern zusammenarbeiten, um die Welt zu retten. Auf Metacritic hat das Spiel eine 67 erhalten, mit der Info, dass wohl Fans der Reihe es lieben werden, Neulinge aber mit der Steuerung hadern könnten. Wer sich die Zeit bis Cyberpunk 2077 vertreiben will, kann sich jetzt kostenlos 2064 Read-Only Memories holen. Das Cyberpunk-Adventure spielt in Neo San Francisco und ihr schlüpft in die Rolle eines Journalisten, der sich auf die Suche nach einem Freund macht. Unterstützt werdet ihr dabei von dem Roboter Turing, der lernen und emotional wachsen kann. Bei Metacritic hat das Spiel eine Wertung von 76 erhalten und die Erzählung, die Charaktere und die Präsentation wurden hoch gelobt. Das sind also die kostenlosen PS Plus Spiele für den Oktober. Wie bereits erwähnt, könnt ihr euch die Spiele ab dem 2. Oktober über den PlayStation Store runterladen. Wir empfehlen euch, die Spiele direkt in eure Bibliothek zu packen. Vielleicht habt ihr im Moment keine Lust drauf, aber so habt ihr sie schon mal kostenlos erhalten und könnt sie später auf eure PlayStation laden. Über welches der Spiele freut ihr euch am meisten? Oder reizt euch keins davon? Schreibt es uns in die Kommentare und besucht uns auf pcgames.de für mehr Infos zu den angekündigten Titeln.